I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give him your story and you'll be all right. Ist das nicht der, den wir vorher als Partner hatten? This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Na gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Momentan wissen wir noch nicht, worum es geht, aber das Auto sah sehr matschig aus. Na? I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Gut, Intuition brauchen wir ja jetzt eigentlich noch nicht. Wir schauen uns erstmal die Karre an und dann werden wir uns mal mit dem unterhalten hier. Ach, von der Seite kann ich gar nicht. Dann schauen wir uns natürlich die Fahrerseite an. Meine Güte, was haben die denn da drin veranstaltet? Was für eine Sauerei. Nein, wirklich. Mir sieht's eher aus, als ob er, keine Ahnung, 5 Rinder hier drin geschlachtet hat mit einer Kettensäge. Alter. Gut, ansonsten findest du aber nichts mehr weiter da, oder wie? Achso, wir können den Kofferraum öffnen. Wunderbar, dann machen wir das doch. So, ja, der Schraubenschlüssel wird jetzt nicht allzu besonders sein. Eben. Dachte ich mir schon. Aber das daneben vielleicht. Wenn du dann die Finger rübernehmen könntest. Dankeschön. Riverside Schlachthof. Vielleicht kommt das Blut tatsächlich von irgendwelchen Schweinen oder Rindern. Ein lebendes Schlachtschwein. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Ich glaube, die haben tatsächlich ein Schwein da drin geschlachtet. Gut, auf jeden Fall haben wir schon mal eine weitere Anlaufadresse. Und dann sprechen wir mal kurz mit dem Typen hier. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Gut, Grund seiner Anwesenheit können wir auch mal klären. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Ja, natürlich, gibt's nichts anzuzweifeln dran. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Gut, und das Wissen über Adrian Black, da wird er wahrscheinlicherweise keins haben, nehme ich an. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Gibt keinen Grund, auch das anzuzweifeln. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. Gut, wunderbar. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Gibt's mit dem Bullen noch irgendwas zu besprechen? Scene is a mess. Could have been a dozen different crimes committed down here with all the bows hopping freights. Scheinbar nicht, aber hier drüben liegt noch Zeug rum. Ein paar Kippen. Ansonsten nichts da drüben hier irgendwie. Was ist das eigentlich für eine komische... Achso, das ist einfach nur eine Ampel. Ah, warte mal, hier drüben sind noch ein paar Beweise. Das sieht aus, als ob jemand das über den Kopf gekriegt hätte.
So, schauen wir mal, ob die Kamera irgendwo zoomt. Tatsächlich. Brandname might give us something to go on. Instaheat, das habe ich vorhin schon mal gelesen irgendwo. Ich glaube, wir sind schon mal an der Filiale von denen vorbeigefahren. So, dann wollen wir natürlich auch noch das Tatstück, das Beweisstück A anschauen. Eine Brille und ein Notizbüchlein. Ach nein, das ist ein Portemonnaie. Happier times, I guess. Wahrscheinlich. Der Führerschein von Adrian Black, Bunker Rave Downtown, weißmännlich, bla bla bla. Gut. Irgendwas Interessantes dabei? Wahrscheinlich nicht, oder? 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Gut, außer dass wir natürlich mit der Frau reden können, das hätten wir uns aber auch schon denken können, als wir das Familienfoto gefunden haben. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Braucht man gar nicht erst großartig drehen, das war schon direkt drauf eingestellt. Wunderbar. So, ich glaube, damit haben wir soweit alles an Beweisstücken. Es sei denn, wir können nochmal kurz da drüben schauen. Wäre ja naheliegend, dass irgendjemand was hier rauf schmeißt, aber hier scheint nichts zu sein. Ne, nichts mehr. Gut, ich glaube, den Tatort haben wir soweit dann inspiziert. Und na komm, wir schauen nochmal ganz kurz hier hinten in der Ecke nach. Weiß man ja nie, ob hier nicht vielleicht doch noch was ist. Nee. You guys take your time. Ah, dieser Typ mir. So, also ich muss ja sagen, ich habe mich ja vorhin über das Spiel aufgeregt. Jetzt gerade, also jetzt diesen Ermittlungsteil, den finde ich wieder ganz nett. Das finde ich wieder ganz sympathisch. Das ist okay. Da ist mir das Spiel auch wieder sympathisch. So, nee, ich will gar nicht nochmal mit ihm reden. Ach so, das Rohr, natürlich, das können wir noch fragen. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? Wahrscheinlich nicht. No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Klingt ehrlich. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Okay, ist also schon eine Weile her. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Da hat er aber gerade ziemlich seltsam geguckt. Ja. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Das hat doch schon ein ganzes Stück besser geklappt als vorher noch. So kannst du mir aus weitergehen, aber ich meine, gut, in seinem Fall war das jetzt wohl auch nicht allzu schwer. Da konnte man sich das schon aus dem Hintergrund ableiten, dass er vielleicht mal ins Portemonnaie schaut, um sich ein bisschen was rauszunehmen. Wenn er denn was finden sollte. Gut. Darf ich dann auswählen? Achso, ist schon darauf ausgerichtet. Der Wohnsitz der Blacks. Eingetragene Adresse von Adrian Black und Ehegattin. Los geht's. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. Couple blocks north of Central Station. Wirklich? So, Bunker Hill Avenue ist hinter Bunker Hill. Play it by the book. No stiff yet, so let's see how it plays out. INS officer needs help, 333 South Main Street. 333 South Main Street, officer needs help, 211, the shot's fired. Unit to could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, wieso hat er denn jetzt keine Antwort gegeben? Das verstehe ich gerade nicht. Wrong way, right? How so, genius? Whoa. Where is Adrian? You've gone to all the trouble to steal the car. If it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, bro. Doesn't add up. So, ich will mal gerade noch zu dem gerade aufgepoppten Tatort hin. Wenn er schon in der Nähe ist, auch wenn er gerade nicht antworten wollte, obwohl ich eigentlich gedrückt habe, dass er das machen soll. Did you read about the guy in the crossing yesterday?
No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and... Ah, pass ich doch nicht durch. Man konnte es ja mal probieren. Car 11K, we'll handle the help call. So. What's the situation? We got a hold up gone sour. Three guns locked themselves in with two hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. Alright. I'll see if I can get in through the back. Alright, I'll stay here and keep them busy. Let's go. Gut, wunderbar. Mal wieder ein bisschen Action für zwischendurch, während wir hier die Ermittlungen machen. Ist doch eigentlich eine ganz nette Mischung. Jetzt finde ich es auch ein bisschen besser als vorhin, als es noch wirklich so total zerfasert war und man ständig irgendwelche Zwischensequenzen hatte. Jetzt sind wir doch endlich mal im freien Spiel angekommen, wie mir scheint. Wo man mal ein bisschen Selbstkontrolle über die ganze Sache hat. So, kannst du die Tür... Kannst du mal bitte so machen? Könntest du die Tür aufmachen, während du da an der Ecke stehst? Warum auch? Warum auch? So. Reinforcements are on the way. Cease. Okay, der geht gleich weg. Hey, das war mein Hut. Der ist platt. Alter. Na, trau du dich nochmal vor. Wie er sich in Scheiß und den ersten Schuss interessiert hat. Mitten in die Brust. Ach, was soll's. Der schöne Anzug, Mensch. Okay, für den Ladenbesitzer scheint es sich erledigt zu haben, leider. Put the weapon down now. Ach, das Spiel kennen wir ja schon. Und Feierabend. Gut, das haben wir doch ganz vernünftig hingekriegt. Auch wenn wir ein paar Schüsse einstecken mussten. Car 11K, I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. Your supervisor will be notified. All units 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street. Globe Jewelry and Loan. Wunderbar. Dann lass uns mal aufbrechen. Wieder einen Intuitionspunkt gesammelt. Das ist schön. Die können wir bestimmt noch gebrauchen. Da haben wir bestimmt noch gute Einsatzmöglichkeiten dafür, wenn ich mal wieder bei irgendeinem Zeugen verzweifle, weil es eigentlich irgendwie schwachsinnig ist, was sie da machen. So. Ich mach mal gleich mit rum hier. Gut, gleich wieder rechts. Das ist echt eine seltsame Steuerung von den Autos, als ob die kein Gewicht hätten. Erinnert mich so ein bisschen an die alten GTA-Teile, also so Vice City oder San Andreas. Da war das auch so ähnlich. Mittlerweile ist es ja dann doch so, dass die Autos ein bisschen realistischer meistens reagieren, sodass sie einem doch ein ganzes Stück schwerer vorkommen. Gut, bei der Gelegenheit machen wir dann auch immer noch mal ein paar Fotos hier von Wahrzeichen. Warum nicht? Wir kommen ja durch die ganze Stadt. Da findet man ja alles mal. Solange es Erfahrung gibt, gerne. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen, die Erfahrung, aber gut, immer her damit. Kann nicht schaden. So, ich würde bloß gerne mal wissen, haben wir eigentlich eine Karte? Ja, wir haben eine Karte. Aha, okay, ist ja gar nicht mehr so weit. So, weiter geht's also. Halt, erst ich. Und da haben wir auch schon das Haus der Blacks. Wohnsitz der Blacks, 11.52 Uhr. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Ja, ich auch nicht. Just a minute. Die sieht ja nicht so traurig aus. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Hm, weiß sie schon was? Die hat gerade so geschaut irgendwie.
Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Instaheat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Na gut, let's check the place out. Der Blex, untersuchen. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Da haben wir aber einiges zum Untersuchen hier. Wie sieht's denn hier aus? Pacific Northwest Railroad von Los Angeles nach Seattle. 3. Dezember 46. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Datum haben. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Ich glaube nicht, dass er tot sein wird, der Mr. Black. Der wird sich wohl eher verkrümelt haben, hm? This must be Adrian's. Die Frage ist, wieso liegt hier das Etui, wenn die Brille drüben liegt? Stencil. So the glasses are a match. Es ist also tatsächlich die Brille von Mr. Black. Und hier hat er sie ja auch im Gesicht. An meinen Adrian, ich habe Sehnsucht und bin, na toll, mach's weg, ja. Lovesick and lonely without you, hurry back, my darling. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Er hat also eine Geliebte, wie mir scheint. Vielleicht ist am Ende doch jemand gestorben, aber es war nicht Adrian, sondern vielleicht die Geliebte. Kavanaugh's. So who brought this home? Was ist denn das? Eine Streichholzpackung? Kavanaugh's Bar, Los Angeles, Kalifornien. Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Ja, ich denke, dort werden wir dann herausfinden, dass Adrian dort war und sich mit einer anderen Frau getroffen hat. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Seltsame Beziehung. Sind die vielleicht gar nicht zusammen und tun bloß so? So, aber hier ist sonst nichts weiter, ne? Na gut, schauen wir uns noch ein bisschen in der Küche um. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hatte, wo der Boiler ist. Ach hier, Instaheat, da haben wir es doch schon. Ein Prospekt vom Boiler. Instaheat, der neue automatische gasbetriebene Wasserboiler. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Heißes Wasser rund um die Uhr. Kein Rost und keine Korrosion. 10 Jahre Garantie. Entworfen für mehr heißes Wasser rund um die Uhr. Wunderschön. Gut, schmeiß weg den Kram. Und das wird wohl der Kassenzettel sein. Jo, Instaheat-Kunde Adrian Black. Steht da ein Datum drauf? 4.1.47. Ah ja, da oben steht's. Ich muss sagen, dafür sieht's draußen aber ziemlich sommerlich aus, dafür, dass wir noch Januar haben. Oder this was only recently installed. Not 2 days ago. Oder ist es der 1.4.? Maybe it's time we took a look around outside. Bei den Amis bin ich mir nie sicher, ob das jetzt Tag, Monat, Jahr ist, die Anzeige, was sie hinschreiben, oder Monat, Tag, Jahr. Es gibt ja beides. Sehr unpraktisch.